Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich habe letzte Woche mal wieder Quatsch erzählt. Es gibt leider nicht die große Neuner Konferenz am 33. Spieltag, weil eben noch das DFB-Pokalfinale zwischen Dortmund und Leipzig ausgetragen wird. Deswegen gibt es das in einer separaten Prognose. Tut mir leid, aber ich hoffe, am 34. Spieltag bekommen wir dann die neuen Spiele parallel. Ich gehe mal davon aus und dann wird es auch richtig krachen. Das hier sind die 7 Partien im Überblick. Schalke, Frankfurt, Freiburg, Bayern, Leverkusen, Union, Bielefeld, Hoffenheim, Gladbach, Stuttgart, Hertha gegen Köln und Augsburg gegen Werder. Es gibt Spiele, da geht es um nicht mehr ganz so viel wie bei Freiburg gegen Bayern oder Leverkusen gegen Union. Ja, noch so ein bisschen um europäischen Wettbewerb, aber ob es jetzt die Conference oder die Europa League wird, ist, finde ich, nicht mehr ganz so heiß. Der Abstiegskampf ist deutlich interessanter. Trotzdem, ich versuche hier natürlich auch keine Partie irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu vernachlässigen. Schauen wir jetzt gemeinsam dann mal auf die Tabelle, was so passiert, wie es so aussieht und was geschehen könnte. Links seht ihr die Ergebnisse vom 32. Spieltag. Jetzt haben wir rechts auch eine bereinigte, korrekte Tabelle, weil alle Mannschaften ihre Nachholspiele gemacht haben. Die Hertha hat gewonnen unter der Woche. Bayern erster Meister steht schon lange fest, Leipzig hat sich schon für die Champions League qualifiziert, will Vizemeister werden, Wolfsburg, Dortmund und Frankfurt im Dreikampf, Wolfsburg und Dortmund aber eben erst morgen in der Prognose im Dreikampf um die Champions League, dann Bayern 04, Leverkusen will in die Europa League, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Freiburg und vielleicht sogar noch Stuttgart kloppen sich um die European Conference League, wenn man das so sagen möchte. Hoffenheim ist gerettet, Mainz ist auch so gut wie gerettet, Hertha mit den entscheidenden Schritten zuletzt, aber auch noch nicht rechnerisch sicher. Der FC Augsburg gegen Werder Bremen im direkten Duell um den Klassenerhalt. Also da wird es vielleicht sogar drauf ankommen. Und dann auf Platz 16 Arminia Bielefeld. Die haben heute Hoffenheim zu Gast. Wird auch nicht einfach. Der erste FC Köln zu Gast beim Abstiegsduell in Berlin bei der Hertha. Und Schalke, ja, ziemlich abgeschlagen. Aber irgendwie ein paar Punkte möchte man vielleicht noch holen. Jetzt geht's in die Konferenz. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Viel Spaß und Dankeschön fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 33. Spieltag. Oben rechts die 7 Partien im Überblick. Am 34. Spieltag haben wir dann hoffentlich 9 Spiele, die parallel laufen. Hier bei Gladbach gegen Stuttgart geht es insbesondere für die Fohlen 11 darum, sich europäisch zu manifestieren. Der VfB Stuttgart hat die Minimalchance, aber ist doch trotzdem zufrieden mit dieser Saison. Station Nummer 2, wir sind in Leverkusen. Der erste FC Union Berlin ist zu Gast und Union wohl der größte Konkurrent für Borussia Mönchengladbach, wenn es um die Qualifikation geht für die European Conference League. Bayer Leverkusen will ganz klar direkt in die Europa League und dazu ist ein Sieg heute Pflicht gegen aber starke Berliner. Sind wir auch gespannt, was hier rauskommt. Springen wir nach Freiburg. Beim SC Freiburg ist der FC Bayern München zu Gast und für Freiburg ist es mittlerweile wirklich eine sehr entspannte Saison. Auch da ist das Auge noch ein bisschen auf Platz 7 geworfen, allerdings geht man da nicht grundsätzlich von aus, zumal eben der FC Bayern München zu Gast ist. Die sind Meister geworden letzte Woche und haben dennoch danach 6:0 gegen Gladbach gewonnen. Lewandowski hier ganz außen zu sehen. Er will den Rekord knacken. Heute könnte es soweit sein. Um, ja, vielleicht deutlich mehr, auch wenn dieser Rekord von Lewandowski natürlich epochal wäre. Hier geht's um die Existenz. Der FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen, das ist ein richtiger Abstiegskracher oder Klassenerhaltskracher. Der FC Augsburg unter Markus Weinzierl zuletzt wieder erstarkt, aber ohne Punkte. Werder Bremen holte wenigstens ein gegen Leverkusen, auch hier wird es brutal eng. Und in Bielefeld haben wir zumindest eine Mannschaft, für die es noch um was geht. Arminia will unbedingt mindestens mal in die Relegation kommen und dann den Klassenerhalt festmachen.
Bestenfalls wird es am Ende sogar Platz 15. Hoffenheim zu Gast. Die Sinsheimer können befreit aufspielen, das 4:2 gegen Schalke sicherte die Klasse. Und dort zeigten sie vor allem offensiv mit Kramaric richtig guten Fußball. Ab in die Hauptstadt. Wo es den zweiten Abstiegskracher gibt, neben Augsburg und Werder Bremen, haben wir hier Hertha gegen Köln. Unter der Woche gewannen die Herthaner mit 2:1 in Gelsenkirchen, aber da mussten sie auch wieder dann auf Spieler verzichten, Sperren, Verletzungen. Dieses und jenes wird nicht einfach, die Geißböcke werden sich nicht so einfach geschlagen geben und brauchen hier auch ganz wichtig die 3 Punkte. Dann springen wir in die 7. Arena, auf die 7. Station und hier gilt es für Schalke, sich im letzten Heimspiel in der Bundesliga für mindestens mal ein Jahr gut zu präsentieren. Frankfurt hat da ganz andere Aufgaben. Sie wollen in die Champions League, die letzten beiden Spiele müssen gewonnen werden. Hier sind sie haushoher Favorit, aber damit müssen sie dann auch umgehen. Starten wir aber in Gladbach. Anstoß erfolgt, Borussia Mönchengladbach bekommt es mit dem VfB Stuttgart zu tun und will unbedingt mal Platz 7 dingfest machen, vielleicht sogar noch Sechster werden, möglich ist es, aber dafür sind dann heute 3 Punkte unabdingbar. Tor in Freiburg! Und wir haben den ersten Treffer, ab nach Freiburg, so schnell kann es gehen. Wir haben nicht nur den ersten Treffer in der Konferenz, wir haben einen historischen Rekord geknackt. Robert Lewandowski mit dem 1:0 und mit dem 40. Saisontor. Kopfball gegen die Laufrichtung, da ist für Marc Flecken nicht zu halten. Ein wahnsinniger Start. Kein sensationelles Tor, aber einfach nochmal ein Strich unter der Qualitätsbilanz von Robert Lewandowski. Und da hat er ihn. Schon mal herzlichen Glückwunsch und jetzt hat er noch genug Zeit, das Ganze auszubauen. Schauen wir mal, ob er es macht und schauen wir auch mal in Bielefeld vorbei. Bielefeld in Schwarz, Hoffenheim in den magentafarbenen Trikots. Bebu legt den Ball in den Lauf von Robert Sko. Der musste zuletzt zur Halbzeit drunter. Bleibt hier erstmal hängen. Prietl, das ist ein bisschen fahrlässig. Kramaric und Bebu mit dem 0:1. Keine 5 Minuten gespielt. Die Gäste führen mit 1:0. Ilas Bebu bringt die Führung. Und natürlich hat da auch Kramaric deine Füße mit dem Spiel gehabt. Prietl, hier muss er den Ball einfach wegbringen. Und so darfst du im Abstiegskampf einfach nicht am eigenen 16er ins Dribbling gehen. Nicht am 33. Spieltag. Ortega dann ohne Chance aus dieser Distanz. Das ist auch direkt mal ein Zeichen. Hoffenheim schenkt nicht ab diese Saison, möchte sich nochmal gut präsentieren und Bielefeld hat jetzt eine große Aufgabe vor sich, aber eben noch 85 Minuten dafür Zeit, das hier gerade zu biegen. Das Ergebnis aus Bielefeld dürfte diesen beiden Mannschaften richtig gut schmecken. Augsburg und Werder Bremen, die schauen ganz natürlicherweise auf die Konkurrenz und versuchen da trotzdem nicht zu viele Gedanken dran zu verschwenden. Gerade gab es die erste Möglichkeit für Augsburg, dann dieser Eckball, der zumindest in der Kopfballmöglichkeit resultierte. Also der SV Werder Bremen musste gerade mal aufpassen, nicht in der Frühphase schon in Rückstand zu geraten. Ansonsten wird sich Bremen hier spielerisch wahrscheinlich nicht allzu sehr beteiligen. Augsburg hat unter Weinziel sicherlich jetzt wieder ein bisschen anderen spielerischen Anspruch als noch zuletzt. Tor in Gladbach! Heiko Herrlich und wir haben in Gladbach den Treffer Nummer 3 der Konferenz, also ab dahin. Drittes Tor in der Konferenz. 1:0 für die Gäste. VfB Stuttgart geht also damit in Führung. Borussia Mönchengladbach verteidigt nicht gut. Viel zu viel Platz da.
aus 7 Metern für Philipp Clement. Der darf dann Jan Sommer noch fragen, wo willst du ihn denn eigentlich hinhaben? Er stieß dann unten links ein aus Jan Sommers Sicht. Unten rechts 0-1 hier, auch für Gladbach erstmal kein guter Beginn. Springen wir in die Hauptstadt. Wo die Hertha kommt, zumindest versucht zu kommen. Der Sieg unter der Woche gegen FC Schalke 04, der war wirklich brutalst wichtig, da man jetzt ein bisschen den Druck verlagern konnte. Der erste FC Köln ist natürlich ganz klar gefragt und muss hier unter allen Umständen irgendwie Punkte holen. Sicherlich ein Punkt wäre in Ordnung, aber 3 Punkte würden die Lage deutlich entspannen. Die rot gekleideten Gäste aber probieren momentan erstmal defensiv Stabilität herzustellen. Skiri mal aus der 2,5. Reihe. Geht aber deutlich vorbei. Ja, das 1:4 vom 1. FC Köln vom letzten Sonntag gegen Freiburg. Klingt sehr deutlich, war aber wirklich knapp am Ende und auch umstritten. Naja, hier steht es 0:0. Wir warten auf den ersten Treffer hier und springen mal nach Schalke. Frankfurt kommt gerade. Younes hat viel Platz in der Mitte und macht das 0:1. Die Schalte zur rechten Zeit. 12. Minute 0:1. Armin Younes bringt die Gäste in Führung und schießt jetzt zumindest erstmal vorübergehend Frankfurt wieder auf den Champions League Platz. Younes wurde viel gefordert gegen den ersten FSV Mainz 05, kam erst relativ spät rein. Und das ist ja auch klar, wenn er dann so hier auf den Platz kommt und direkt bei das 1:0 erzielt, dann muss man sich auch fragen, war es tatsächlich noch die Verletzung? Was war es? Warum spielt Armin Younes zuletzt eine untergeordnete Rolle? Jetzt in der Startaufstellung beweist er, wie wichtig er für den Verein ist und macht das 1:0, zumindest mal. Also Tor in Leverkusen. Wichtiges Zeichen und ein wichtiges Zeichen jetzt in Leverkusen. 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Union Berlin im Rückstand, stehen da in der Defensive eigentlich gar nicht so schlecht in der geordneten Viererkette, aber Leverkusen spielt das dann clever durch die Schnittstelle. Lute sieht aus Spitzenwinkel nicht allzu gut aus. Hätte man sicherlich ein bisschen anders umgehen können. Aber Lute hat sich in dieser Saison als unglaublicher Rückhalt präsentiert. Ezequiel Palacios jetzt dennoch mit dem 1:0 für Leverkusen. Und damit gehen wir eine Station weiter. Sind wieder beim dramaturgisch vielleicht spannendsten Spiel. Augsburg und Bremen, zwei Mannschaften, die zwischendurch eigentlich schon fast aus dem Abstiegskampf rausgerechnet werden konnten. Jetzt sind sie wieder mittendrin. Und der FC Augsburg macht hier bislang den fitteren Eindruck, aber es fehlt eben der Treffer. Das war gegen den VfB Stuttgart auch das Manko. Da hatte man Möglichkeiten, die man aber zu selten mal verwandeln konnte. Augustinsson. Tor in Gladbach. Zieht in den Strafraum ein und wir holen uns das Tor in Gladbach. 0:2. Was ist denn mit Borussia Mönchengladbach los? Völlig von der Rolle. Der VfB Stuttgart überrennt die Fohlen. Kalajdzic auch wieder zentral vorm Tor. Viel zu frei. Jan Sommer springt ins Leere. Und nach dem 6:0 in München droht hier jetzt fast schon das nächste Debakel. Das darf doch alles nicht wahr sein. Tor auf Schalke. Aus Gladbacher Sicht. Und auf Schalke kann irgendwas auch nicht wahr sein. Weil Younes doppelt trifft. 17. Minute. Armin Younes mit dem 0:2. Der FC Schalke 04 mit fragwürdigem Abwehrverhalten. Das sah gegen die Hertha weitestgehend besser aus. Immerhin kein Standardgegentor.
Und dennoch muss man sich über die fahrlässige Verteidigung, wenn man das so nennen möchte, gegenüber Armin Younes und Co. wundern. Das ist unglaublich. 0 zu 2 hier, 0 zu 1 noch in Bielefeld. Ja, noch ist das gute Stichwort. Hier gab es eine riesige Möglichkeit für Arminia Bielefeld, die durchaus zum 1 zu 1 hätte führen können. Eckstoß jetzt von der linken Seite. Andreas Vogelsammer, schwach getreten. Ilas Bebu fängt den ab. Kommt nicht mal über den ersten Pfosten hinaus. Das ist immer dann kein gutes Zeichen für einen Standardschützen. Ja, ein Kramaric über 34 Spieltage in Topform hätte diese Hoffenheimer Mannschaft sicherlich ins obere Tabellenmittelfeld gebracht, aber die Verletzungssorgen, die waren einfach zu groß bei dem Offensivmann der Sinsheimer. Und trotzdem, umso glücklicher ist man, dass er jetzt in der entscheidenden Phase wieder zurückgekehrt ist. 0 zu 1 hier, wir warten noch auf Tore in der Hauptstadt bei Hertha gegen Köln und schauen deswegen mal rüber. Die Hertha ist nach wie vor bemüht, kann hier halt auch ein Stück weit befreit aufspielen, noch nicht komplett alle Abstiegssorgen entledigt, aber das war ein entscheidender Schritt oder ein vorentscheidender Schritt, wenn man so möchte. So dass man hier auch sieht, gegen Köln ist man nicht Tor auf Schalke in der Pflicht. Und man macht trotzdem mehr. Jetzt der Treffer auf Schalke. Mal wieder. Ja, schauen Sie auf die Nummer dieses Spielers. Armin Younes mit dem Lupenrein-Hattrick. Leitet es selber ein. Silva mit der Hacke dann wieder zu Younes, der einfach durchläuft. Der FC Schalke 04 ist chancenlos, wehrt sich hier überhaupt nicht. Zeigt in der Defensive, warum es in die zweite Bundesliga geht und warum er mit Abstand fast historisch schlecht in der Abwehr ist. Gegentor Nummer 85. 85 in 33 Spielen. Das ist nicht zu glauben. Tor in Leverkusen. Frankfurt macht Druck auf Dortmund und Wolfsburg. Tor in Leverkusen, gehen wir hin. 2-0 für Bayer 04. Gray ist der Torschütze für die Elf von Hannes Wolf, die sich stabilisiert hat nach dem Rauswurf von Peter Boss und ein Florian Wirtz nach wie vor in den Reihen hat, der geniale Momente hat. Was für ein Pass. Gray bedankt sich dann, muss nur noch den Fuß hinhalten und schiebt ein aus kürzester Distanz. Mein lieber Mann. 2-0 für Leverkusen. Wir schauen mal oben rechts auf alle Zwischenergebnisse. Da ist schon ordentlich was passiert. Nach gerade mal 26 gespielten Minuten. Wir hoffen natürlich, dass es in dieser Schlagzeile weitergeht. 2x 0-0 Hertha Köln und Augsburg Werder Bremen. Also die beiden Spiele, wo es ja mit um das größte Los, das größte Drama geht. Vielleicht merkt man da die Vorsicht bei allen vier Mannschaften. Trotzdem, wir wollen Tore sehen. Eins gab es schon im Breisgau. Und zwar für den FC Bayern München. Wir sind noch nicht sonderlich oft hier gewesen. Es ist aber eben auch der Konstellation in der Tabelle geschuldet. Trotzdem noch einmal unterstrichen, wo jetzt gerade ihr Petersen kommt in der 30. Minute. Noch einmal unterstrichen, der historische Rekord, er ist geknackt. Noch nicht überwunden, aber geknackt. 40 Tore Robert Lewandowski und hier Nils Petersen. Ja, ein historischer Joker. Heute darf er mal wieder von Beginn an spielen. Hier schiebt er den Ball knapp vorbei. Freiburg, ja, am 33. Spieltag gegen den FC Bayern München. Da hat man durchaus gute Erfahrungen gemacht. Bislang liegen sie 1-0 hinten. Bayern macht es relativ locker. Freiburg ist nicht chancenlos. Und wir gehen weiter. Sind wieder in der Fuggerstadt, weil es hier eben dann doch um deutlich mehr geht. Der SV Werder Bremen muss irgendwie noch Punkte sammeln. Am letzten Spiel, da kommt dann Gladbach. Ja, die Fohlen momentan nicht sonderlich in
allerhöchster Topform. Trotzdem, die werden sich auch nicht so einfach verabschieden wollen. Der SV Werder Bremen. Tor in Gladbach. Kommt jetzt aber, und wenn wir von Gladbach sprechen, dann schauen wir zum Tor. Ja, 1:2. Lars Stindl haucht Borussia Mönchengladbach neues Leben ein und macht nochmal ein bisschen Stimmung hier. Ball auf die linke Außenbahn, dann der direkte Flankenball, Stindl per Kopf an Bredlo vorbei, gegen die Laufrichtung. Bredlo ja auch viel Kritik immer mal wieder abbekommen, aber gegen den FC Augsburg hielt er überragend und hatte auch seinen großen Anteil am Dreier. Hier aber ist er machtlos. Tor auf Schalke. 1:2 steht's und wir haben den nächsten Treffer auf Schalke, mein lieber Mann. Es ist zur Abwechslung mal nicht Armin Younes. Es ist nicht mal Frankfurt, es ist Matthew Hoppy. Der FC Schalke 04 mit dem 1:3. Ja, setzt sich da gegen Dika und Hasebe viel zu einfach durch. Geht einfach durch beide Abwehrspieler hindurch, flutscht da locker vorbei, dann schließt da rechts ab, rechts rein, nicht zu halten für Trapp. 1:3 hier, historische Aufholjagd. Na, schwer vorstellbar. Ein bisschen neidisch schaut man dann schon auf die anderen Plätze, wenn man es hier bei Hertha gegen Köln betrachtet und man nach etwas mehr als 35 Minuten noch kein Tor gesehen hat. Der erste FC Köln aber findet mittlerweile Mittel und Möglichkeiten, nach vorne zu kommen. Jetzt gibt es hier den Eckstoß, von Jonas Hector getreten. Kopfball Tschichos, Aufsetzer. Und Schwolo auf der Linie, aber ohne Probleme, hält den fest trotzdem. Das war zumindest mal wieder so eine Annäherung, wo die Geisböcke momentan Tor in Leverkusen. Bisschen besser werden. Tor in Leverkusen, da haben wir auch schon ein paar Tore. Ah, Union Berlin kommt auch wieder ran. Musa ist der Torschütze, 2:1, bringt neue Hoffnung rein. Kurz vor dem Seitenwechsel steht da an der Abseitsgrenze, aber die Kontrolle ist schon durch. Keine Abseitsposition. Tah sieht alt aus, guckt nur hinterher. 2:1 hier, das dritte Tor in der Partie, bisschen gerechter verteilt. Und jetzt schauen wir nach Bielefeld. Hier steht seit der 5. Minute 1:0 für die Gäste. Hier nochmal das Tor von Ilas Bebu, das den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld vor eine ziemlich große Herausforderung stellt. Was man auch der Mannschaft von Frank Kramer definitiv ansieht. Es ist kein optimaler Spielverlauf, wenn man ganz früh in Rückstand gerät. Und Hoffenheim, sie spielen es tatsächlich relativ kühl runter im Bewusstsein, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, weil sie schon alles gewonnen haben. Und jetzt wieder nach Schalke. Ein kurzer Hoffnungsschimmer, den Matthew Hoppe da ans Tageslicht brachte. Er ist sofort wieder davon. André Silva mit dem 4:1. Stark in einer Bewegung, Annahme und Schuss. 1:4. Ja, das ist ein Debakel. Und es könnte noch richtig schlimm werden. 5 Minuten vor der Halbzeit. Schon 5 Tore hier gesehen. Spektakel vorprogrammiert. Hoffen wir mal, dass es so im zweiten Durchgang dann gleich weitergeht. Und schauen nochmal in Augsburg vorbei. Wo sich Werder Bremen mittlerweile mehr und mehr nach vorne wagt. Groß mit dem weiten Schlag, aber Gummi ist aufmerksam. Und Raube Leo leitet die Gegenbewegung ein. André Hahn mit dem Ball kann er allerdings überhaupt nichts anfangen. Ist definitiv sinnbildlich, dass es bei beiden direkten Abstiegsduellen noch 0:0 steht. Das hat sicherlich einiges zu bedeuten. Und man kann ablesen, wie unglaublich delikat oder pikant besser gesagt diese Situation sind. Das ist Marco Richter und jetzt haben wir das 1:0.
45. Minute. 1:0 für den FC Augsburg. Richter bringt das Tor und der SV Werder Bremen in allerhöchster Not. Pass in den 16er, Marco Richter nimmt ihn gut mit. Lässt dann noch einmal Eggestein ins Leere laufen. Und Pavlenka hat das Nachsehen. Also, was eben noch pikant war, ist für den FCA jetzt tatsächlich delikant, deliziös und pikant für den SV Werder Bremen. Es wird richtig übel und das tut natürlich weh. Und hier haben wir nochmal Freiburg gegen Bayern. Es ist tatsächlich momentan das Spiel der Freiburger. Der FC Bayern München lehnt sich heute tatsächlich mal so ein bisschen zurück. Ja, der Rekord von Lewandowski. Man muss es noch einmal ansprechen. Vielleicht auch deswegen verständlich, dass hier momentan relativ wenig nach vorne läuft. Das Soll haben sie bis dato erstmal erfüllt. Trotzdem, Hansi Flick will sicherlich die letzten beiden Spiele auch noch gewinnen. Und es sieht ja auch gut aus. Die Führung für die Bayern, sie besteht seit der dritten Minute. Wir geben nochmal nach Gladbach. Da läuft das Spiel nämlich noch. Ja, zwei Minuten obendrauf. Der VfB nochmal. Endo legt quer. Und Kalajdzic mit dem Doppelpack. 1:3. Borussia Mönchengladbach muss einem da tatsächlich Sorgen machen. 9 Gegentore in den letzten beiden Spielen. Das ist eine Horrorstatistik. Nach dem 5:0 gegen Bielefeld gibt es jetzt zwei ganz üble Packungen. Möglicherweise, also ist ja noch nicht gelaufen und Gladbach hat auch in dieser Saison schon 3:3 gespielt. Also ist es nicht unmöglich hier. Aber der VfB Stuttgart wirkt so gesichert, so locker, so souverän. Das ist wirklich unglaublich. Wenn man sich nochmal in den Sinn macht oder in den Sinn bringt, dass VfB Stuttgart eben Neuling ist und so jung besetzt ist, so große Verletzungssorgen hat, umso höher ist das hier zu werten. 1:3 steht es hier zur Pause. Wir gucken kurz auf die Zwischenergebnisse und hoffen dann, dass es im zweiten Durchgang ebenfalls so viele Tore gibt. Ja, hier ist der Überblick. Gladbach-Stuttgart 1:3, Leverkusen-Union 2:1, Freiburg gegen Bayern 0:1, Hertha gegen Köln noch torlos 0:0, Schalke gegen Frankfurt 1:4, Augsburg führt 1:0 gegen Werder Bremen, kurz vor der Pause gefallen. Und früh in der Partie liegt Hoffenheim 1:0 in Bielefeld in Führung. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefällt. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten und viel Spaß beim zweiten Durchgang. Zurück in der Konferenz. Wir starten mal wieder in Gladbach. Das haben wir eben gesehen. 1:3 steht es hier. Und Borussia Mönchengladbach steht tatsächlich komplett neben sich. Und so wird das am Ende nichts mit irgendeiner europäischen Qualifikation. Ja, Union Berlin liegt auch hinten. Aber jetzt kratzt ja dann tatsächlich der VfB Stuttgart nochmal. Ist auf einen Punkt aktuell rangerückt an die Fohlenelf. Unfassbar. Also wirklich kaum zu glauben. Und Stuttgart hat hier noch nicht genug. Geht direkt wieder vorne drauf. Borussia Mönchengladbach muss sich hier unbedingt steigern. Ansonsten wird das dann nichts mehr, überhaupt nicht mehr. Tor in Freiburg und nicht mal mit einem Punkt. Und Punkte oder Tore gibt's in Freiburg. 0:2, Jamal Musiala bringt den FC Bayern München in doppelte Front. Und kurz vor der Pause noch angesprochen, Freiburg ist besser. Bayern macht hier wirklich nur das Minimum. Ja, und so wird man dann wieder mal Lügen gestraft. Da ziehen sie Eimer an, schalten einen Gang höher. Und es steht 0:2. Zweimal zu Beginn der jeweiligen Halbzeit schlagen sie zu, sorgen hier für relativ klare Verhältnisse. Und das wird jetzt schwer für Freiburg. Für Union Berlin ist es auch nicht unbedingt einfach.
in Leverkusen, aber sie sind eben auf ein Tor rangekommen. Musa hatte das 2:1 erzielt. Jetzt gibt es einen Wechsel. Der ist offensiv. Ganz klar. Kruse kommt für Griesbeck. Relativ früh in der zweiten Halbzeit war nicht zwangsläufig mitzurechnen, aber es zeigt die Ambition von Urs Fischer. Der will hier nicht abschenken und geht jetzt schon ins Risiko, kann man lobend hervorheben. Aber Leverkusen kommt. Nadim Amiri mit dem Pass zu Bellarabi und das ist natürlich seine Position. Spitzer Winkel mit rechts rauffeuern. 3:1 Bayer 04. Und damit hat sich der Wechsel von Max Kruse ja vielleicht sogar doppelt gerechtfertigt, weil jetzt heißt es volle Offensive, volle Power. Das Gegentor hier hängt sicherlich nicht damit zusammen, dass Kruse jetzt reingekommen ist. Vielleicht ein bisschen Unruhe in der Defensive, aber das muss man anders verteidigen. 3:1 hier die Aufgabe. Sie wird für Union jetzt tatsächlich etwas schwieriger. Und wie schwierig es sein kann, überhaupt Tore zu erzielen, das sieht man hier in Berlin. Vor allem, wenn es für beide Mannschaften noch um so viel geht. Der erste FC Köln aber macht gerade einiges für den Führungstreffer. Sebastian Andersson bekommt den vom 16er quergelegt, fackelt dann auch nicht lange. Der hätte schön gepasst, aber Alexander Schwolo ist aufmerksam. Wichtig, dass er da ist und seit Jahrstein fehlt, auch einen souveränen und guten Job macht. 0:0 hier und wir geben nochmal weiter. Hier muss Bielefeld in erster Linie die Hausaufgaben selbst erledigen. Sollten sie hier verlieren, ist mehr als Relegationsplatz 16 Tor an Augsburg vermessen, wenn überhaupt möglich. Jetzt ein Tor an Augsburg. Der Ausgleich. Der SV Werder Bremen ist zurück im Spiel und es ist Davy Selke in der 59. Minute. Davy Selke schießt sich hier zur Verpflichtung. Vielleicht beim SV Werder Bremen, beim Klassenerhalt, wird die Kaufoption zwangsläufig gezogen. Oh, Giekiewicz. Ja, ist aber aus der Distanz eigentlich nicht zu halten. Und Selke, dem gefällt das natürlich. Opfert sich auf. Nicht sonderlich hoch angesehen in der Liga, aber für den Verein, für den er dann aufläuft und spielt, reißt er sich wirklich auseinander. Und das sieht man hier. Er macht das 1:1. Vielleicht der wichtigste Treffer bislang in der Saison für den SV Werder Bremen. Und das müssen sie jetzt hier natürlich mit Tor auf halbe Schalke. Stunde noch zu spielen. Und der nächste Treffer auf Schalke. Doppelpack André Silva. 5:1 für die Gäste. Der FC Schalke 04. Ja, macht im negativen Sinne da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Es ist im Prinzip alles erzählt, ja, man kann dann immer noch mal an die Ehre appellieren. Aber das sind dann Dinge, die sind auch fußballerisch einfach nicht mehr zu erklären. Der FC Schalke 04 geht hier unter nach 60 Minuten 5 Gegentore. Hier ist schon lange alles gelaufen. Und das ist eben was, was sich Gladbach nicht eingestehen möchte, dass es hier gelaufen ist. Seitdem das 1:3 kurz vor der Pause gefallen ist. Philipp Förster steht aber am Abseits. Das hätte sonst ganz gefährlich werden können. Und boah, das ist ein Knie. Die Kniescheibe. Ja, schön, dass sie noch da ist, aber in diesem Fall hätte er sie sicherlich ein bisschen anders platziert haben wollen. Aber es läuft ja unglaublich gut beim VfB. Lazaro geht's. Hermann kommt auf Seiten von Gladbach. Luka Mack kommt für Philipp Clement auf der anderen Seite beim VfB Stuttgart. Und das ist sehr zufriedenstellend.
Und währenddessen haben wir gerade mal einen leisen Schwenk nach Freiburg gemacht. Keine galante Überleitung, aber wir sind hier jetzt tatsächlich im Breisgau mal wieder angelangt. 0:2, kurz nach dem Seitenwechsel konnte Jamal Musiala zuschlagen und machte hier doch tatsächlich alles klar. Der SC Freiburg ist seitdem ein bisschen von der Rolle und kann sich nur noch schwer motivieren. Und da links haben wir, während Sané gerade im Strafraum ist, aber nicht durchkommt, die Zwischenergebnisse. Tor an Leverkusen. Also gut weiter mit den Toren und die Statistik oder die Prognose da oben, die muss wieder angepasst werden. Wird angepasst in Richtung von Union Berlin zugunsten von den Eisernen. Musa mit dem Doppelpack, 3:2, Leverkusen in der Defensive unter Hannes Wolf. Eigentlich besser, aber was ist gegen so ein Traumtor gewachsen? Eigentlich nichts. Super Abschluss. Wow. Fantastisches Tor. Kann man sich wirklich sehr schön anschauen. Und dadurch eben Union auch wieder zurück im Spiel. Nur noch 3:2, 5 Tore hier und 0 Tore bei der Hertha gegen Köln. Man hat hier auch nicht mit einem Torspektakel gerechnet, so ehrlich muss man sein, aber 20 Minuten vor dem Ende gab es doch eigentlich schon Möglichkeiten. Und hier ist sie. Und es hätte, Achtung, ausgerechnet Andrej Duda sein können, aber mit den Fingerspitzen ist Schwolo dran und lenkt den um den Pfosten. Was für eine Chance für den ersten FC Köln. Und das wäre so wichtig gewesen. Das wäre so wichtig gewesen. Der erste FC Köln aber ist bemüht. Also es ist gut, was die Geißböcke hier abliefern. Sie wissen auch, dass sie hier eigentlich ein Siegpflicht ist. Sonst haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand. Tor auf Schalke. Also bitte nochmal in die Veltins Arena. Ja, wenn man 6:1 hinten liegt, ist es dann schwer noch von irgendeiner Höchststrafe zu sprechen, aber Erik Durm, ja, der hat mal bei Frankfurt gespielt, dann ist es so ein Gegentor und Schübke und Fährmann hauen sich das Ding da gegenseitig um die Ohren und Durm, ja, setzt einfach nach und hämmert ihn dann aus kurzer Distanz rein. 1:6. 1:6. Erik Durm. Es ist alles gesagt zu diesem Spiel. Ab nach Bielefeld. Hoffenheim liegt nach wie vor in Führung und kommt jetzt auch wieder mit Mijat Gacinovic. Wo ist die Lücke? Bebu zieht da gerade mal ein bisschen Pieper raus und Kramaric mit dem 0:2. Gut, dann ist das hier auch für Arminia Bielefeld so gut wie gelaufen. Also aufatmen in Berlin. Für die Hertha, für Köln, in Augsburg, für die Fuggerstädter und für den SV Werder Bremen. Denn dass sie hier nochmal zurückkommen, das ist nicht mehr wirklich zu erwarten. Es gab zwischendurch einzelne Phasen, da hätte es fallen können, theoretisch. Aber dass sie 2 Tore aufholen, das ist wirklich ein Ding, fast zumindest der Unmöglichkeit. Wir geben nochmal nach Augsburg. Es ist spannend hier. Kein hochklassiges Fußballspiel, keine sensationellen Kombinationen, aber wer hatte das erwartet? Tor in Leverkusen. Okay, wir kommen gleich wieder, aber schauen uns vorher den Treffer in Leverkusen an. Immer wenn Union Berlin mal kurz am Ausgleich schnuppert, schlägt Leverkusen zurück. Schalzagenkies mit dem Lupfer in den 16er hinein. Und Patrick Schick macht das 4:2. Auch dieses Spiel möchte ich noch nicht zumachen, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier Union Berlin nochmal zurückkommt. Tor auf Schalke. Und wir gucken nochmal nach Gelsenkirchen.
Das ist das 7:1. Der FC Schalke 04 muss aufpassen, dass es nicht zweistellig wird. Das ist momentan tatsächlich die einzige Sorge, die man noch haben kann. Ayman Barkok bekommt zu viel Platz. Die Bilder sprechen eigentlich komplett für sich. Puh, und der FC Schalke 04 im letzten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison zeigt sich nochmal von der schlechtesten Seite. Ab aber dahin, wo es spannend ist. Und zwar in Augsburg. Romano Schmid kommt für Josh Sargent hinein. Und hat noch 10 Minuten Zeit, dem Spiel hier seinen Stempel aufzudrücken. Und wer da kommt, ist bemüht. Bittencourt, der Ball kommt nicht durch. Rauveleo ist aufmerksam. Und der FC Augsburg mit der Umschaltsituation. Veljkovic aber ganz entscheidend dazwischen gegen Vargas. Unglaublich wichtige Szene. Und jetzt geht es wieder in die Gegenrichtung. Ist tatsächlich mittlerweile zu einem etwas offeneren Schlagabtausch geworden. Seit dem 1:1 sowieso der SV Werder Bremen selbstbewusster. Schmid zu Osako, zu Yuya Osako! 2:1 für den SV Werder Bremen. Ist das der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt? Osako setzt sich hier durch. Gegen Reece Oxford. Hämmert drauf. Und Gikiewicz erreicht diesen Ball niemals. Osako auch viel in der Kritik in dieser Saison. Jetzt macht er das 2:1. Nach 1:0 Rückstand dreht Werder das um und hat jetzt die besten Karten auf der eigenen Hand. Das wäre ein unglaublich wichtiger Schritt für den SV Werder Bremen. Und der erste FC Köln dadurch ja vielleicht nochmal ein bisschen mehr unter Druck gesetzt. Ein Unentschieden bei dieser Partie zwischen Augsburg und Werder würde natürlich den Mannschaften da unten am meisten gefallen. Gilt aber dann wiederum auch für diese Partie, wobei wahrscheinlich sogar eher Hertha hier favorisiert wird, weil der erste FC Köln auch unter allen Mannschaften steht und die Hertha quasi sowieso fast raus ist aus dem Abstiegskampf. Trotzdem, das ist hier schon, ja, wirklich spannend und am Ende Tor in Gladbach. Noch kein Tor, aber in Gladbach haben wir noch einen. Die endgültige Entscheidung, 4:1, Borna Sosa macht die Schwaben glücklich. Wird er vergessen im 16er. Und Jan Sommer ist mal wieder geschlagen hier im 1:1. Wird ihm keine Chance gelassen. Es ist natürlich nicht so heftig wie das 7:1 von Frankfurt in Gelsenkirchen, aber 4:1 und wir wissen, dass der VfB Stuttgart 4:1 auswärts bei Mannschaften gewinnen kann, kurz vor Saisonende, aber das haben sich die Gladbacher sicherlich ganz anders vorgestellt. Hier wird nicht mehr viel zu holen sein, nur jetzt muss eben auch tatsächlich das Debakel verhindert werden. 1:4 ist schon schlimm genug. Tor in Bielefeld, wird es nochmal spannend oder ist es alles durch? Alles durch in Hoffenheim. 0:3 für Arminia Bielefeld ist es gelaufen und man muss sich auf den 34. Spieltag konzentrieren. Da tritt man beim VfB Stuttgart an. Und da haben wir gerade gesehen, der VfB Stuttgart schenkt diese Saison nicht ab und es geht halt tatsächlich auch noch um was für sie. Und Bielefeld, immerhin, das macht Hoffnung, das Hinspiel gegen die Schwaben konnte man gewinnen im Duell der Aufsteiger. Aber das war heute unter dem Strich kein guter Auftritt. 0:3 hier, kommt Augsburg dann nochmal zurück. Sieht momentan nicht danach aus, weil der SV Werder Bremen nach vorne verteidigt. Ja, das können sie tatsächlich, kaum zu glauben, aber es funktioniert gut. Wir sind schon in der Nachspielzeit.
Gebrselassie nochmal. Aber Oxford dazwischen. Der Ball muss jetzt irgendwie nach vorne getragen werden. Viele Offensivszenen werden wir keinesfalls mehr sehen. Vielleicht jetzt der letzte Antritt über die rechte Seite. Aber wo ist die Unterstützung? Und der Ball wird nach hinten gespielt und es ist vorbei. Maximal verschludert und der FC Augsburg, er wird bis zum Ende zittern müssen. Für den SV Werder Bremen könnte es das schon gewesen sein. Ja, hier war es das schon ganz lange gewesen für den FC Schalke 04. Und Frankfurt sendet den maximalen Druck in Richtung Wolfsburg und Dortmund. 7:1. Jovic hier hätte auch gerne noch das 8. gemacht. 7:1. Younes mit dem Dreierpack, mit dem Lupenrein-Hattrick, brachte das in eine gewisse Bahn, die auch der zwischenzeitliche 1:3 Anschlusstreffer von Matthew Hoppy nicht mal irgendwie was entgegenzusetzen hatte. Und wir beruhigen uns ein bisschen und springen nochmal nach Freiburg. Da haben wir Lewandowski kurz im Anschnitt gesehen, der Geschichte geschrieben hat, das 40. Saisontor erzielt hat und am 34. Spieltag dann es komplett machen kann. Oben rechts die Ergebnisse haben wir gesehen. Wir schauen uns gleich auch nochmal an, was das für die Tabelle bedeutet, kurz vor Ende dieser Saison. Das war's aus der Konferenz. Gleich gibt's die Tore nochmal im Schnelldurchlauf. Bis dahin und bleiben Sie am Ball. Frankfurt kommt gerade. Younes hat viel Platz in der Mitte und macht das 0:1. Die Schalte zur rechten Zeit, 12. Minute 0:1. Armin Younes bringt die Gäste in Führung und schießt jetzt zumindest erstmal vorübergehend Frankfurt wieder auf den Champions League Platz. Weil Younes doppelt trifft. 17. Minute. Armin Younes mit dem 0:2, der FC Schalke 04 mit fragwürdigem Abwehrverhalten. Das sah gegen die Hertha weitestgehend besser aus. Immerhin kein Standardgegentor und dennoch muss man sich über die fahrlässige... Ja, schauen Sie auf die Nummer dieses Spielers. Armin Younes mit dem Lupenrein-Hattrick. Leitet es selber ein, Silva... Mit der Hacke dann wieder zu Younes, der einfach durchläuft. Der FC Schalke 04 ist chancenlos, wehrt sich hier überhaupt nicht. Zeigt in der Defensive, warum es in die zweite Bundesliga geht und warum man mit Es ist zur Abwechslung mal nicht Armin Younes. Es ist nicht mal Frankfurt, es ist Matthew Hoppy. Der FC Schalke 04 mit dem 1:3. Ja, setzt sich da gegen Dika und Hasebe viel zu ein. Ein kurzer Hoffnungsschimmer, den Matthew Hoppy da ans Tageslicht brachte. Er ist sofort wieder davon. André Silva mit dem 4:1. Stark in einer Bewegung, Annahme und Schuss. 1:4. Ja, das ist... Doppelpack André Silva, 5:1 für die Gäste, der FC Schalke 04. Ja, macht im negativen Sinne da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Es ist im Prinzip alles erzählt. Ja, man kann dann immer nochmal an die Ehre appellieren. Aber das sind... Ja, wenn man... 6:1 hinten liegt, ist es dann schwer noch von irgendeiner Höchststrafe zu sprechen. Aber Erik Durm, ja, der hat mal bei Frankfurt gespielt. Dann ist es so ein Gegentor. Und Schipka und Fährmann hauen sich das Ding da gegenseitig um die Ohren. Und Durm, ja, setzt einfach nach und hämmert ihn dann aus kurzer Distanz rein. 1:6. 1. Das ist das 7:1. Der FC Schalke 04 muss aufpassen, dass es nicht zweistellig wird. Das ist momentan tatsächlich... die einzige Sorge, die man noch haben kann. Ayman Barkok bekommt zu viel Platz. Die Bilder sprechen eigentlich komplett für sich.
Puh, und der FC Schalke 04 im letzten Heimspiel. Wir haben nicht nur den ersten Treffer in der Konferenz, wir haben einen historischen Rekord geknackt. Robert Lewandowski mit dem 1:0 und dem 40. Saisontor. Kopfball gegen die Laufrichtung. Da ist für Marc Flecken nicht zu halten. Ein wahnsinniger Start. Kein sensationelles Tor, aber einfach nochmal ein Strich. 0:2, Jamal Musiala bringt den FC Bayern München in doppelte Front und kurz vor der Pause noch angesprochen. Freiburg ist besser, Bayern macht hier wirklich nur das Minimum. Ja, und so wird man dann wieder mal Lügen gestraft. Da ziehen sie Eimer an, schalten Eingang höher. Und es steht 0:2. Zweimal zu Beginn der jeweiligen Halbzeit schlagen sie zu, sorgen. 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Union Berlin im Rückstand, stehen da in der Defensive eigentlich gar nicht so schlecht. In der geordneten Viererkette, aber Leverkusen spielt das dann clever durch die Schnittstelle. Lute sieht aus Spitzenwinkel nicht allzu gut aus. Hätte man sicherlich ein bisschen an. 2:0 für Bayer 04. Gray ist der Torschütze für die Elf von Hannes Wolf, die sich stabilisiert hat nach dem Rauswurf von Peter Boss und ein Florian Wirtz nach wie vor in den Reihen hat, der geniale Momente hat. Was für ein Pass. Gray bedankt sich dann, muss nur noch den Fuß hinhalten und schiebt einen aus Kürze. Ah, Union Berlin kommt auch wieder ran. Musa ist der Torschütze, 2:1, bringt neue Hoffnung rein, kurz vor dem Seitenwechsel steht da an der Abseitsgrenze, aber die Kontrolle ist schon durch, keine Abseitsposition. Tah sieht alt aus, guckt nur hinterher, hervorheben. Aber Leverkusen kommt, Nadim Amiri mit dem Pass zu Bellarabi und das ist natürlich seine Position. Spitzer Winkel mit rechts rauf feuern. 3:1 Bayer 04. Und damit hat sich der Wechsel von Max Kruse ja vielleicht sogar doppelt gerecht. Wird angepasst in Richtung von Union Berlin zugunsten von den Eisernen. Musa mit dem Doppelpack, 3:2, Leverkusen in der Defensive unter Hannes Wolf. Eigentlich besser, aber was ist gegen so ein Traumtor gewachsen? Eigentlich nichts. Super Abschluss. Wow. Fantastisches Tor. Kann man sich wirklich sehr schön. Immer wenn Union Berlin mal kurz am Ausgleich schnuppert, schlägt Leverkusen zurück. Schalzagenkies mit dem Lupfer in den 16er hinein. Und Patrick Schick macht das 4:2. Auch dieses Spiel möchte ich noch nicht zumachen, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier Union Berlin in magentafarbenen Trikots. Bebu legt den Ball in den Lauf von Robert Sko. Der musste zuletzt zur Halbzeit drunter. Bleibt hier erstmal hängen. Prietl ist ein bisschen fahrlässig. Kramaric und Bebu mit dem 0:1. Keine 5 Minuten gespielt. Die Gäste führen mit 1:0. Ilas Bebu bringt die Führung. Und natürlich hat auch Kramaric deine Füße mit dem Spiel gehabt. Prietl, hier muss er den Ball einfach wegbringen. Und so darfst du im Abstiegskampf. Bebu zieht da gerade mal ein bisschen Pieper raus. Und Kramaric mit dem 0:2. Gut, dann ist das hier auch für Arminia Bielefeld so gut wie gelaufen. Also aufatmen in Berlin für die Hertha, für Köln, in Augsburg, für alles durch in Hoffenheim. 0:3 für
Arminia Bielefeld ist es gelaufen und man muss sich auf den 34. Spieltag konzentrieren. Da tritt man beim VfB Stuttgart an. Und da haben wir gerade gesehen, der VfB Stuttgart schenkt diese Saison nicht ab und es geht halt tatsächlich auch noch um was für sie. Und Bielefeld immerhin, das drittes Tor in der Konferenz. 1:0 für die Gäste. VfB Stuttgart geht also damit in Führung. Borussia Mönchengladbach verteidigt nicht gut. Viel zu viel Platz da. Aus 7 Metern für Philipp Clement. Der darf dann Jan Sommer noch fragen, wo willst du ihn denn eigentlich hinhaben? Er schießt dann unten links ein aus Jan Sommer. 0:2, was ist denn mit Borussia Mönchengladbach los? Völlig von der Rolle, der VfB Stuttgart überrennt die Fohlen. Kalajdzic auch wieder zentral vorm Tor, viel zu frei. Jan Sommer springt ins Leere und nach dem 6:0 in München droht hier jetzt fast schon das nächste Debakel. Das darf... Ja, 1:2. Lars Stindl haucht Borussia Mönchengladbach neues Leben ein. Und macht nochmal ein bisschen Stimmung hier. Ball auf die linke Außenbahn. Dann der direkte Flankenball. Stindl per Kopf. An Bredlo vorbei. Gegen die Laufrichtung. Bredlo ja auch viel Kritik immer mal wieder abbekommen. Aber gegen den FC Augsburg hielt er überragend. Und hatte auch seinen großen Anteil am Dreier. Hier aber ist er machtlos. Tor auf Schalke. 1:2 oben drauf. Der VfB nochmal. Endo legt quer. Und Kalajdzic mit dem Doppelpack. 1:3. Borussia Mönchengladbach muss einem da tatsächlich Sorgen machen. 9 Gegentore in den letzten beiden Spielen. Das ist eine Horrorstatistik. Die endgültige Entscheidung. 4:1, Borna Sosa macht die Schwaben glücklich. Wird er vergessen im 16er. Und Jan Sommer ist mal wieder geschlagen hier im 1 gegen 1. Wird ihm keine Chance gelassen. Das ist der FC Köln, aber macht gerade einiges für den Führungstreffer. Sebastian Andersson bekommt den vom 16er quergelegt. Fackelt dann auch nicht lange. Der hätte schön gepasst, aber Alexander Schwolo ist aufmerksam. Man hat hier auch nicht mit einem Torspektakel gerechnet. So ehrlich muss man sein, aber 20 Minuten vor dem Ende gab es doch eigentlich schon Möglichkeiten. Und hier ist sie. Und es hätte... Achtung, ausgerechnet Andrej Duda sein können, aber mit den Fingerspitzen ist Schwolo dran und lenkt den um den Pfosten. Was für eine Chance. Oder pikant besser gesagt. Diese Situation sind, das ist Marco Richter und jetzt haben wir das 1:0. 45. Minute. 1:0 für den FC Augsburg. Richter bringt das Tor und der SV Werder Bremen in allerhöchster Not. Pass in den 16er, Marco Richter nimmt ihn gut mit. Der Ausgleich. Der SV Werder Bremen ist zurück im Spiel und es ist Davy Selke in der 59. Minute. Davy Selke schießt sich hier zur Verpflichtung. Vielleicht beim SV Werder Bremen, beim Klassenerhalt, wird die Kaufoption zwangsläufig gezogen. Oh, Giekiewicz. Ja, ist aber aus der Distanz eigentlich nicht zu halten. Und Selke, dem gibt sowieso der SV Werder Bremen selbstbewusster. Schmied zu Osako, zu Yuya Osako! 2:1 für den SV Werder Bremen. Ist das der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt? Osako setzt sich hier durch.
gegen Rhys Oxford. Hämmert drauf. Und Giekiewicz erreicht diesen Ball niemals. Osako auch viel in der Kritik. Jo, das war's dann mit dieser Samstagskonferenz. Es sind doch einige Tore gefallen. Links haben wir jetzt die Ergebnisse aus der Konferenz. Wie gesagt, Mainz, Dortmund und Leverkusen gegen Wolfsburg gibt es dann in einer separaten Prognose. Die spielen ja auch erst Sonntag. Ja, Freiburg gegen Bayern 0-2, Leverkusen 4-2 gegen Union, Bielefeld 0-3 gegen Hoffenheim, torlos das einzige Spiel, Hertha gegen Köln, Schalke gegen Frankfurt 1-7, ja, das habe ich glaube ich bei FIFA auch bislang noch nicht erlebt, Gladbach verliert 1-4 gegen Stuttgart, auch wirklich heftig und ein wichtiger Sieg für den SV Werder Bremen beim FC Augsburg. Das sieht dann folgendermaßen erstmal aus. Wir schauen mal auf Frankfurt, die sind nämlich erstmal geklettert, aber ja, Dortmund hat eben noch dieses Spiel in Mainz, wo man dann aber eben auch einen gewinnen muss. Ein Punkt würde da nicht reichen, um wieder auf Platz 4 zu kommen. Ansonsten Leverkusen manifestiert Platz 6, da ist nichts mehr zu machen. Gladbach verliert, bleibt trotzdem 7., weil Union ebenfalls verliert. Aber Stuttgart und Freiburg sind eben ganz dicht dran. Hoffenheim 11., hat jetzt die 40-Punkte-Marke geknackt, ist aber sowieso schon gerettet. Der erste FSV Mainz 05 wäre so auch schon gerettet, weil da unten sich die Mannschaften gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Und das, obwohl sie noch das Nachholspiel haben. Die Hertha ist ebenfalls gerettet. Der SV Werder Bremen ist so gut wie gerettet. 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und das deutlich bessere Torverhältnis. Der FC Augsburg muss da nochmal zittern. Unmöglich ist es aber auch nicht, beziehungsweise sie haben da ganz klar eine sehr gute Ausgangslage und für Bielefeld und den ersten FC Köln ist noch lange nichts verloren, aber es wird tatsächlich nochmal dramatisch. Das soll es gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Denkt dran, morgen kommt dann nochmal Mainz gegen Dortmund und Leipzig gegen Wolfsburg. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Bis dahin und adios.